Und dann halt, ne, fragentechnisch die gegeneinander antreten lassen. Im Teamspeak oder auf dem Marktplatz? Nee, Teams bilden auf dem Marktplatz. Ach so, boah, ich hab Teamspeak verstanden. Die wissen gar nicht, was sie machen sollen. ansonsten halt einzeln. Also einfach da hinsetzen, Fragen stellen und ich denke mal, derjenige, der die meisten Fragen richtig beantwortet, der kriegt dann eine Kleinigkeit, so, keine Ahnung. Was heißt denn Kleinigkeit? Das würde ich jetzt mit reinschreiben. Olaf, was kriegt der Gewinner? 100.000? Oder zwei Kativas, ja. Die fahren wieder. Ja, okay, dann, weil die Kativas illegal sind, sag ich mal, der Preis ist geheim, aber es sollte sich lohnen, aber es wird sich lohnen. Die verfolgen jetzt bis nach Kavala und die setzen sie dort fest, okay? Ja. Die haben uns nämlich überfallen. Was? Die Banditen, die wollten uns gerade überfallen, ja. Euch überfallen? Ja. Die haben gerade gesagt, aussteigen. Überfall. Ja. Ich stecke jetzt hier aus dem Bastion. Ja, sie sind mit dem Ifrit unterwegs. Ich stelle mich mal so hinter, passiert mir jetzt nichts. Ich finde das nicht schön, dass die gerade einfach auf uns schießen dürfen. Ist der dumm oder? Wollen wir jetzt mal umschießen? Ich habe keinen Bock mehr. Nee. Nicht schießen. Wieso denn? Würde die nach Kavala kriegen. Nur schieben wir die nach Kavala. Ey, ich habe jetzt echt Lust, die einfach umzuschießen. Alter, ich habe eine Katiba, die bringt nichts. Ich brauche nur eine Katiba, ist ja das Problem. Ey, sagen wir mal 100.000, okay? Weil das gibt nachher wieder irgendwie nur Stress, wenn ihr hier am Marktplatz irgendwie Katibas aushändigt oder so. Nee, das muss ja nicht am Marktplatz sein. Okay. Dann nehmen wir die mit in unsere Base zum Beispiel und dann kriegen die da ihren Preis. Bremst mal ruckartig. Oh ja, der hält es an. Die gehst du mal kurz weg mit dem Heli? Alter! Aua! Voll umgewürzt. Kann sie nicht aufpassen. So, Teilnehmer aus dem Team, sie sind gerade leider vor der Party rausgesprungen. Das war Absicht. Sie haben mir gerade mal fast meinen Fuß gebrochen. Aber guck mal, wir waren mitten auf der Straße. Oh, back. Nicht im, nee, nicht zu weit, sonst seht ihr uns. Nein! Vorrückwärts. Vorrück... Ja. Jetzt haben sie uns. Die wollen überfallen. Ja, die gucken jetzt hinten rein. Lass sie ruhig reingucken. Was sagt der? Der steckt wieder ein, fährt weg. Oh, du bist so bescheuert, Mann. Jetzt, denn sein Kumpel ist hier noch. Ja, weil er Angst hat. Lass mir jetzt alle aussteigen und dann hier zwischenstellen. Ja, lass mal gucken, was ist. Ich komm auch hoch. Einmal Waffe runternehmen. Einmal bitte die Waffe runternehmen. Könnt ihr jetzt ablenken und ein bisschen draufschießen? Einmal bitte die Waffe runternehmen. Nee. Der wird schon nicht schießen. Ah, nicht auf. Nein, meinst du? Ich schieße es nicht an. Ablenken. Ja, vielleicht gar nicht schlecht. Er geht Richtung Henrik gut. Bitte nicht schießen. Er gibt dich. Was? Okay, wir ergeben uns. Er gibt dich. Nein. Mann, Leute, er gibt euch einfach. Bitte. Ich werde sonst schießen. Papa, lass mir mal doch hier rennen, weil ich bin kopflos, Alter. Lass mir mal doch. Just, wir laufen alle auf ihn zu und locken ihn um. Ja, dann schießt sie eh. Geh weg, ich will kopflos geben. Holt ihn euch! Super. Noch, wenn der Kopf kommt, da noch ganz groß ist, wir brauchen so einen scheiß Taser nicht. Wer braucht schon Taser? Ich hab den nachgeladen, ich bin sofort losgelaufen. Oh, der kann schießen jetzt, oder? Nee, macht er nicht. Oh, der wollte es machen. Wo hat den hier gemacht? Ja, Herr Ghost, Verbrechen zahlen sich niemals aus, merken Sie sich das. Schmeißt von Dach und so ist der schnelle unten. Ups. Ja, eigentlich schon. Pass auf, der kann jetzt uns alle von Dach runterschmeißen, weil er einen Gefangenen hat. Pass auf, ich sehe schon seinen Blick darunter. Alles
Nee, der Kollege kommt gleich wieder. Wer ist denn der Crew? Der Crew, dann warten wir so. Alter, der rennt mir in den Arsch rein. Du kannst ihn einfach vom Dach runterschmeißen, das interessiert schon nicht, der ist gefesselt. Ja, niemand runtergeschmissen am Dach. Lol. Aber... Na, Silent? Hast du ordentlich Action verpasst? Ich war mit da oben. Guck da hin. Achso, du warst 8 Minuten. Silent, du bist so bescheuert, die haben gesagt, keiner steckt aus und du steckst aus. Ja. Voll planlos, ey. Erstmal ausgestiegen, das Haus gelaufen. Ich war ja schon auf dem anderen Dach, nur ich hab den da nicht gesehen. Ich sag den Grünen, der soll ihn einfach runterschmeißen, dem wird nichts passieren, der ist gefesselt. Kann er ja machen, Das hab ich auch gemacht. Jetzt muss mal einer dieses König der Löwen dies Nase nehmen, wenn er den da oben so hält. Oh Gott. Kann ihn einfach runterschmeißen, der passiert nicht. Nein, leider darf ich nicht. Damit den Punkt. Ja, dann viel Spaß dabei. Ist der Kopfkocher offen? Jungs, ich krieg jetzt rüber zum Dealer, weil die Kopfkocher ist offen? Nee, doch. Nein, Scheiße. Die Fähigkeiten schauen nicht so gut aus. Ich muss da gleich mal was verbessern mit meinem Messer. Was bringt der Messer jetzt? So, Achtung, hier sind Stufen, es ist ja ziemlich dunkel schon und ziemlich spät. Weiter. Microphone activated. So, kommst mal hier, falsche Seite, hier rechts rüber hier. So, sie können dich runterschubsen, ne? Euer Ziel ist, da runter zu springen, wo die Rauchwolke ist und da drinnen zu landen. Wenn ihr das schafft, seid ihr frei. Wenn ihr es nicht schafft und trinken wollt, schießen wir alle auf euch runter da von hier aus. Ne, wenn ihr es nicht schafft, sind die trotzdem frei. So, mit Gandalf fangen wir an. Gandalf, na los, spring! Ach, das war wohl nicht. Jetzt bist du dran. Ich hab noch eine Leine um. Ja, Entschuldigung, ich werde diese Leine jetzt mal schnell losmachen. Und so, jetzt können sie. Halt doch mal. Schubst die Fähre runter. Nein, nicht den Fähre. Nicht den Fähre. Oh, leider nicht. Bye bye! Ja, oh Mann. Und verstehst, dass Sergeant überlebt, ja, wenn er mit vorhin springt. Echt? Verstehst? Ja, und? Guck, wer hat's überlebt? Und Daniel gestorben. Basejump ohne Fallschirm. Und du schaffst es. Ja. Aber ich hab da jetzt auch mal grad voll Bock drauf. Geronimo! Und wer hat's überlebt? Oder mit 70 AP? Oh. Weil der Chief, ey. So. Ich lasse bitte nicht auf meinen Rekruten. Der liegt mir sehr am Herzen. Und wir sagen ihm aber noch nicht, dass wir ihn gleich rausschmeißen, oder? Nee, das kommt dann sehr kurzfristig. Aber es sollen sich schon mal Fallschirm nehmen, falls irgendwas passiert. Jeder nimmt sich einen Fallschirm am besten. So, wo sind denn die jetzt? Hier ist mein Heli. Folgen Sie mir bitte. Willst du Copilot machen? Nein. Der Hoffi, der muss einer der miserabelsten Piloten sein, wie ich gehört habe. Nee, Gashi ist scheiße. Viel schlimmer als Hoffi, glaub mir. Obwohl er mittlerweile viel geübt hat. Ja, und Hoffi lassen sie nicht fliegen, also. Echt? Ja, ich Das wär's mir. So, das ist das Prachtstück, mit dem sie heute fliegen dürfen. Kann ich meinen Rekrut fliegen und ich schau zu, weil ich bin wirklich kein guter Fan. Ja, aber es... Na, passt schon. So, Herr Gonzo. Spiegel einstellen. Ich will den Hubschrauber versichern. Fallschirme nehmen. Ich muss erstmal fragen, ob der der Hubschrauber denn nicht versichert ist. Das ist natürlich alles zur Sicherheit hier. Nehmen wir uns auch Fallschirme? Wäre wahrscheinlich realistischer. Nee, du bist Co-Pilot. Ja, aber... So fürs Aussehen. Nee, wir haben Kampfschirmlizenzen. Wenn ich keinen Rucksack habe, dann bin ich... Nee, Hoffi kann doch auf den Co-Pilot-Sitz gehen und du kannst die Steuerung frei machen. Diese Scheiße baut Sperren. Der Hoffi ist doch immer bei uns, oder? Ja.
Daniel, wo bist? Wenn ich meinen Rucksack nicht wieder aufnehme, dann bin ich ganz doll geschwächt und kann ganz langsam. Ja, mal gucken, ob es jetzt geht. Wenn es nicht geht, dann ja, wir werden nicht viel gehen müssen, sie werden hauptsächlich fliegen. Ich konnte nämlich nichts kaufen. Okay. So, sie werden jetzt den Pilotensitz einnehmen. Dann warten Sie mal, sollen wir vielleicht unsere Rucksäcke hier noch rausnehmen und die beschlagnahmen? Ja, ist das ja, das die dürfen wir wieder aufnehmen. Mikrofon activated. Achso, mir muss jetzt mit Tabulator spielen. Okay. Alter, wir werden so drauf gehen, Olaf, das ist dir klar, oder? Ja. Ich muss alles mit Tab machen. Gut. Also soll ich jetzt als Co-Pilot einsteigen, Herr SF? Sie werden jetzt als Co-Pilot einsteigen und Sie gehen... Kann ich auf Rucksack gehen oder so? Auch mit Tab. Dann mit Falltast. So, dann willkommen an Bord dieses Hummingbird HU-33. Du musst halt einmal Leertaste. Sie kennen ja unser Fluggerät schon sehr gut. Klappt. Dann testen Sie zuerst mal die ganzen Flugfunktionen. Ich werde Sie jetzt mal hier ein wenig festschneiden, nicht dass Sie vielleicht noch irgendwie versuchen hier raufzurennen. Ich hoffe, es ist zu eng. So, wenn Sie dann die ganze Funktion alle durchgecheckt haben, dann werden Sie jetzt gleich den Motor starten. Ich gebe Ihnen jetzt die Steuerung. Und denkt dran, Sie hängen an Ihrem Leben. Sie sollten also jetzt versuchen, ordentlich zu fliegen. Sinister. Alter, wir sterben jetzt. Natürlich, das will ich doch immer machen. Herr Olaf, Olaf, ich fliege immer ordentlich. Okay, dann wünsche ich Ihnen viel Glück für diese Prüfung und ich hoffe, wir kommen lebend wieder an. Ja. Auf geht's, Hoffi! Wenn der Konzo wüsste, was wir mit dem vorhaben. Aber ich hoffe, wir kommen auch lebend wieder nach Hause, denn der Ronzo hat keine Familie mehr. Und ich möchte ihn jetzt auch nicht verlieren, denn er ist mir sehr am Herzen gewachsen. Ja, der Herr Konzo, der wird das schon schaffen. So, wir fliegen jetzt erstmal genau Richtung Süden zu unserem schönen Punkt, wo wir dann eine Landung durchführen werden. Das werde ich Ihnen gleich noch sagen, wo genau das ist. Ach du Scheiße, der fliegt. Ach du Kacke. Oh Gott, oh Gott. Olaf. Soll ich erstmal was Einfaches zum Landen oder was Schweres raussuchen? Direkt was Schweres. Komm mal mit, Daniel. So, wir fliegen jetzt so 200 Grad in etwa. Der will was von dir. Und zwar etwa 7 Kilometer. Also eine leichte Rechtskurve noch. Okay, ich kann selber einkaufen jetzt. Wo über dem Meer lassen wir den denn gleich raus? Ich würde sagen, erstmal eine Landung machen. Und dann fliegen wir direkt nach Norden. Nach Norden. Irgendwo im Wasser raus. Hast du einen Schiemann schon? Der war, glaube ich, Rucksack. So, ich bitte Sie jetzt eine Höhe von etwa 200 Metern zu halten und nee, den zweiten meine ich. 260 Grad einzuschlagen. Wenn nicht, ist ja egal. Kostet nix. Da liegt am Boden. Kannst zwei mitnehmen. Für wann anders? Ich hatte gesagt 200 Meter, nicht 300. Und Sie können gerne die Geschwindigkeit von 200 km/h halten. Ich kann selber einkaufen. Oh Gott, die werden so sterben. So, während der Prüfung ist natürlich der Auto-Hover absolut verboten. Das wissen Sie ja. Das heißt, Sie müssen ohne landen. Aber das ist ja für Sie gar kein Problem. Da sehen Sie, geht doch. Nicht wirklich, aber okay. Denken Sie an das Leben Ihres Rekruten. So, jetzt werden wir bitte die Höhe von 100 Metern anpeilen, bei der gleichen Geschwindigkeit. Soll ich das so machen, dass er dann stirbt oder dass wir sicher landen? So? Naja, man kann ja sagen, jetzt fliegst du unter der Stromleitung durch zum Schluss wieder so.
Holla? Das können wir dann ganz zum Schluss machen, okay. Holla? Ja. Kriegt dieser Wahr Sinister Prozente bei dir? Nee. Okay, also geht's klar. Also ich Prozente. 35.000 verlangst du für eine Kative. Also kannst du sagen 45.000, aber ja. Okay. Bin ich ja nicht. Olaf, fliegst du mich dann nachher bitte nochmal zum Donator-Shop dann? Weil ich habe meine Reihen dabei. Ja. Weil wenn wir den ganzen rausgeschmissen haben. Auf 270 Grad sehen Sie gleich so einen schönen Berg in 2 Kilometern Entfernung. Ich bitte Sie jetzt da oben zu landen. Daniel, du kannst einkommen. Wie gesagt, ohne Autohover, ganz klar. Erstmal eine einfache Landung natürlich. So, genau der Berg vor uns, noch 900 Meter entfernt. Ihr werdet so sterben. Kann ich schon mal aussteigen vorher? Negativ, sie sind ziemlich gut festgeschnallt, wenn sie sich erinnern. Ja, ja. Herr Gonzo, drücken Sie einfach Ihrem Chef die Daumen, das schafft er schon. Durch. Boah, Alter, geht viel zu schnell runter, der slidet. So schön sanft aufsetzen, Sie schaffen das. Ja, das war doch perfekt. Sehr gut, das gibt schon mal volle Punktzahl für diese Landung. Und jetzt heben wir bitte ab, fliegen in etwa 500 Metern Höhe. Und zwar genau Richtung Norden. Ja, sagst du dann einfach, wenn er rausspringen soll? Oder ja, du schubst ihn raus? Ich schubs ihn raus, ja. Ich sag, wenn du sagst, wir schubsen ihn gleich raus, sag ich, er soll ein Looping machen nach oben und in dem Moment schmeißt du ihn raus, okay? Damit es eigentlich schon reich wird. Weil Looping gefällt. Wir müssen das koordinieren, weil ich muss ja auch noch den seine Fesseln lösen. Ja, ja, du sagst so, ich löse jetzt ihre Fesseln, dann sag ich Looping und dann haust du ihn raus. Sie wissen, wie ein Looping funktioniert, also einfach nach vorne, also nach den Joystick zurückdrücken, bis der Looping fertig ist. Das werden wir dann später nämlich auch noch machen, so ein Ausweichmanöver üben. So, jetzt sind wir schon auf 600 Metern Höhe und jetzt bitte Reisegeschwindigkeit und los geht's. Ich kann die Handgranate schmeißen, oder Smoke-Granate. Geh, wie weit wollen wir ihn rauslassen? Ja, also ich markiere es mal im Gruppenchat, dass die das nicht sehen. Ich würde sagen, so bei T1, oder? Ungefähr. Okay. Naja. Das ist eine schöne Entfernung. Nach der Aktion. Boah. Also, scheiße, der ist. Dann sag ich mal an, 5,5 Kilometer noch. So, das Ganze machen wir jetzt noch so 5,5 Kilometer und dann werde ich Ihnen den Befehl für den Looping geben. Wie gesagt, den Looping nach oben, nicht nach unten. Und dann werden Sie weitere Anweisungen erhalten. Der Gonzo, der weiß garantiert schon, was wir vorhaben. Ja. Ich hoffe es doch. 5,5 Kilometer schwimmen. Uns so hassen. Soll ich dir nochmal ein bisschen fressen und trinken geben? Nein, ich war ja schon blaue. Blau. Geschenk bekommen. Das ist richtig schön. Ich schmeiß die ganze Zeit 2K. 5K. Ach, 5K. So, noch 2 Kilometer bereiten Sie sich schon mal darauf vor für das Manöver gleich. Das ist ein sehr schweres Manöver, wie ich noch feststellen muss. Man kann nach Hause zu meiner Familie zurück. Ja, ja, wir fliegen gleich zurück. Jetzt erstmal die Prüfung und dann Ihre Familie. Man muss ja Prioritäten setzen. Genau, wir sind mein eigentlich. Entfesselst du? So, Herr Gonzo, ich löse nun Ihre Fesseln. Und okay. Sie werden jetzt einen Salto durchführen, wie ich Ihnen das gesagt hatte, nach oben. So, Herr Gonzo, ich schmeiße Sie jetzt einfach nur aus dem Helikopter raus. Okay. Der zieht nicht.
zieht nicht, der zieht nicht. Er zieht. Ja, das bei dem. Wir bitte nicht, jetzt müssen wir ihn auch holen. Nein, 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 nein. Hier gibt's genug Haie, die kümmern sich darum. So, wir fliegen jetzt Richtung Süden und werden dann eine Speedlandung hinlegen. So, wieder da. Aber was ist das mit meinem Kollegen da unten? Der muss natürlich wieder raus, mitkommen. Nein, nein, hier gibt's genug Haie, wie gesagt. Der kümmert sich schon. Der Kollege kann hoffentlich gut schwimmen. Habt ihr ihm aber erklärt, warum er das so macht? Der Kollege hatte nämlich letztens bei der Fahrschule so ein Problem, einer sehr massiven Mauer auszuweichen, nachdem uns die Polizei verfolgt hat. Und das fanden wir nicht so gut und deswegen rächen wir uns jetzt natürlich auch ein wenig. Ist ja logisch, wir sind Rebellen, wir lassen uns sowas nicht auf uns sitzen. Oh, du siehst ja richtig alt aus. So, sie sehen in etwa 5 Kilometern vor uns den Truck Dealer und sie wissen doch bestimmt, wie so eine Battle-Landung geht, oder? Beziehungsweise Combat-Landung. Okay, dann werde ich Ihnen einmal diese Combat-Landung zeigen und Sie werden das danach machen. Nur 15 Standard schwarz. Raster. Ja, ich bin ja ein Nigger. Das ist ein Schwarzer. Dr. Gonzo wurde getötet. Weiß ich nicht, steht da. Ich glaube, er konnte nicht schwimmen. Versuchen, die Battle Landing. Ja, sie wissen ja, wie das geht. Einfach nach links einschlagen und dann eine schöne Kurve drehen und schön landen. Ganz einfach. Wieso ist Blackbird eigentlich noch da oben angezeigt? Irgendwo draußen. Weil ich da mit dem Heli mitgeflogen bin. Hab noch nur 4 Leute im Heli. Eigentlich sehr schade, ich hätte gehofft, dass der Gonzo schwimmen muss. Ja. Naja, man kann nicht alles haben. Der wird einfach abgetaucht sein, oder? Oder aufgeschlagen. Nö, der ist schon mal. Und zwar bitte so in etwa bei dem Drogendealer, ja genau. Habt ihr Hoffi noch? Ja, ne? Ja, ja. Warte mit dem jetzt noch? Wir gehen gleich alle drauf. Wer lenkt gerade? Nicht ich. Okay, wir gehen vielleicht früher drauf, als wir dachten. Und tot. Status Red! Ja. Oh nein. Also ich, niemand raus, niemand raus, niemand nein, raus. Return to formation. Verkauf. Hallo. Überfall. Raus. Schießt, oder? Überfall. Oh, runter, nee, sofort. Nimm die Fässer und übergib ihn der Polizei. Hau den um, hau den um. Na, was soll denn das hier? Na. Und ja, er hat getrennt. Das ist gut. Ey, das hat keine Sekunde gedauert. Der hat den vom Kack aus überfallen wollen, oder was? Ja. Hat die Boss Lockpicks? Mit was für einer Waffe denn? PDW oder so. Gib irgendjemand das Geld, damit ich nur einen Troll-Dollar ab. Richtig gut. Hat der eigentlich mal gesagt. Ja, keine Waffe. Der holt die holen die ganz oft raus. Es ist kein Zeichen. Sag mal wieder an. Der kommt schon in seinen Rucksack. Der holt Knifte raus. Verkauf weiter. Verkauf einfach. Verkauf weiter. Geil. Man muss sie nur jetzt stellen. Wie geil ist das denn? Die kommt von ganz allein. Man braucht gar nicht mehr suchen. Das machst du 10-mal. Aber passt auf, die schleichen sich an, wa? Okay, Norbert hat gefragt. Oh, was ist denn jetzt? Wieso zum Geier? Oh, deswegen solltet ihr euch vorher verteilen. Was macht denn ihr jetzt? Das ist Bagge rum. Aber man spottet euch jetzt im Wagen. Ja, deswegen dachte ich halt, ihr verteilt euch, aber keiner hat ja irgendwie geantwortet oder was gemacht. Ich staut aus. Ich so warte ganz auf wissend. Den Moment, bis die den hier festsetzen, dann jump ich hier raus und knall die weg. Also er ist auf jeden Fall aus dem Geländewagen raus. Flash, komm hier hinter. Verzeiht deine Maus. Der liegt da hinten. Ich tue so, als hätte ich ihn nicht gesehen. Das ist wahrscheinlich gleich eine Nachricht. Ohne Spaß, kommt alle raus, versteckt euch hinter und Interpol tu so, als ob du losfährst. Dann kommen die nämlich rausgerusht. Nee, warte mal, der Pickup kommt jetzt. Das schaffen die gar nicht schnell genug. Fällt jetzt rüber. Ja, der steigt schnell aus, der steigt halt. Warte. Jetzt kommt er. Oh, Salvador, was hat das?
pass auf, Salvador. Oder weil die haben so, pass auf, pass auf. Oder die verkaufen nur. Ja, dass sie Angst hatten, vielleicht selber eine Abwarten zu machen. Hallo. Aber da läuft, steht einer hinterm Haus, der ist direkt bei mir. Ja, wir haben ein bisschen gefahren. Ich wollte überfallen. Ja, ich bin gerade Eisen am Verkaufen, also gibt ganz schön viel Geld. Genau. Ja. Der Dele kommt, Achtung. Ja. Ohne Waffe vor. Also ich hab jetzt schon so 200k ungefähr. Oh shit. Oh, nice. Wir brauchen noch ein bisschen mit dem Trotz. Ich dachte vielleicht. Aber. Oh, Scheiße, der hat euch gespottet. Wir sitzen da ganz gechillt hinten. Oh, scheiße, Erzge. Ja, er hätte dich einfach verteilen sollen, so wie ich es gesagt habe. Er meinte gerade auch, du bist ein Rebell, du hast doch bestimmt eine Waffe. Sag mal aus. Sag nein. Ich kann dir meinen Rucksack auf den Boden legen, ich hab keine. Bob ist schon neben dir ausgestiegen. Mob ist schon ausgestiegen, Mob hat er schon verkackt. Oh, meine Story war zu gesehen. Der nein, der ist gerafft. Natürlich hat er es gerafft. Echt? Also, dann kommt noch einer vorbei. Warum steigt ihr nicht alle aus, wie Olaf gesagt hat? Ihr werdet alles verhindern. Er wird langsamer, er dreht um. Geil! Ja. Der Kopf fährt weiter. Jo, ein Mann, bewaffnet, Pistole. Und da ist eine MX. Leise. Ruhe! MX, er kommt an, aber nur mit der Pistole angelaufen. Er hat nichts weiter, die MX hat auf den Rücken gepackt. Bewegt euch nicht. Das ist ein Donator, der. Oh! What the f. Macht der? Schießt der direkt? Ja, schießt ihn ab. Schießt ihn um! Injured! Wo hab ich denn eine gelbe Kette? Falsche Bewegung. Drehen sich. Geht vor ihm am besten weg. Drehen sie in irgendeine Richtung danach. Ja, wenn sie in irgendeine Richtung sich drehen, sind sie tot. Ich entfessel sie jetzt. Sie soll auf den Boden. Und den Rucksack bitte hinlegen. Ach, eine Pistole, die können sie auch gleich hinlegen, die Pistole. Das war ein Fehler, die hätte ich in eine Weste gesteckt. Gut, einen Schritt zurücktreten bitte. Ich habe in der Tasche noch Platz für eine Waffe. So, ihren Rucksack dürfen sie wieder nehmen. Der Rest bleibt liegen. Ein Toolkit brauchen sie noch für ihre Karre, wenn sie nein, leben. Das kriegen sie ja gerade nicht. Also, hier haben doch eins, oder? So, die Toolkits bleiben liegen. Wunderbar. Nimmt mal einer die Waffe von denen auf, Jungs. Nicht erschrecken, ich werde sie kurz wieder festnehmen, bis wir mit ihren Kollegen fertig sind. Ich kann die Toolkits nicht aufheben, Jungs. Irgendwann müsst ihr das mal für mich übernehmen. Ja. Sicherung herstellen für Silent, Scaron und immer noch eine Rundumsicherung. Ich sehe alle Leute hier auf uns hier. Was ist denn los, Jungs? Was ist hier alles noch Kontrolle mit zwei Leuten? Baut eine Rundumsicherung aus. So, das gleiche Spiel für Sie. Sie haben es ja jetzt mitbekommen, wie es funktioniert. Ja, die können sie auch gleich hinlegen. Das ist ja nett. Die auch gleich zücken. Und den Rucksack hinlegen, bitte. Dankeschön. Wo ist die Pistole? Da. Oh Gott, alles klar. Lass sie nicht mal versuchen zu schießen. Ich glaube, die haben auch ein bisschen Respekt. Ey, guck mal, was wir alles angelandet sind. Ja. Ist das Ihre Sportlimo da hinten noch? Ja, wir sind mit zwei unterwegs. Ah ja, okay, schön, dass Sie sich danke schön. Lucky, Reifen kaputt schießen von der Sportler. Also, sehe ich schon. Jo, ist eine Arbeit. Alles gut. Hinten links ist schon Arsch. Den Rucksack wieder aufnehmen? Gut. Nee, von der zweiten sind zwei. Ich erschrecke, ich schieße. So. So, meine Herren. Ich entfessel Sie noch kurz. So, zwei Reifen sind kaputt. Kann einer versuchen, ihn zu entfesseln? Können Sie sich entfesseln, Herr Traum? Ja, wunderbar, alles klar. So, dann kommt mal her, bitte. Zu mir, beide. Wo wohnt ihr?
den Atira. Atira, das ist die Richtung, die ich schaue, ne? Ja, da. Ja, dann kannst du jetzt in die Richtung laufen. Habt ihr genug Wasser oder braucht ihr noch ein bisschen Wasser? 10 Kilometer. Ich laufe je nach Sophia. Das könnte ich noch gebrauchen. Okay. So ein bisschen Red Bull oder so? Red Bull. Hallo? Klar, kriegen sie. Jeder ein Red Bull und ein Wasser. Na gut, kommen sie eh nicht weit, 3 Minuten. So, jetzt Red Bull, der Wasser bekommen und jetzt alles weggenommen, Marsch. Oder wie? Ja, bis dann. Tschüss. Wie geil. Er wird festgenommen. Check mal hinten die, so Jungs, jetzt müssen wir irgendwie die Sachen hier alle wegkriegen. Gut, dann Hedi. Also ich kann keine Repackets mehr aufnehmen. Was denn Hedi rein, ich will auch. Dann nimm sie auf. Nehmt alles auf, Jungs, und packt ins Hedi rein, Leute. Der MXC, what the fuck, mit was rennt der rum? Mach die Karren ziehen, Lucky, kontrollier bitte die Karre, ob der dicht ist. Das für dich ein Fallschirm drin, Topper, wa? Ja, so falls du da aussteigst. Die Repackets zerstören, die kann man in den Heli reintun. Ja, man nimmt dir doch einfach alles mit, genau. Ja, du kannst auch drauf schießen, genau. Karre ist abgeschlossen. Gut, dann ist okay. Ich wollte eigentlich dich treffen, Olaf. Ja, ja. Schlechter Schütze. Ja, das weiß ich doch schon. Wieso kauft man sich einen MX-10? Vorsicht. Kannst du die kaputt schießen, oder was? Probiert. Okay, dann ab in den Hubschrauber mit dem ganzen Scheiß. Laufen sie noch? Nein, die bleiben stehen und schauen zu euch. Das ist okay, das nehmen wir ja alles mit an den Heal-Kits. Repair-Kits. Hier liegen noch 2 Repair-Kits, die holt ihr noch, ne? Gut. Ja, ich hol die. 3 liegen hier sogar noch. Ah, konnte ich alle mitnehmen. Ich glaube, die haben das auch nicht so ganz verstanden, dass sie loslaufen sollen. Die sind vor die Füße. Hat einer in der anderen Limo geguckt, dass kein Werkzeugkasten in der Limo ist? Ist zu. Ja, aber dann kannst du reingucken. Weil hier vorne ist nichts drin. Ich bin weitergelaufen, hab ich jetzt nicht mehr. Ist ja auch egal, sie haben keinen Repair-Kit. Sie müssen noch einfach. Sie können zum Fuel Station laufen, da landen wir jetzt mal. Und dann rauben wir sie nach raus, dass sie kein Geld. Ah, nee, ist ein ATM. Nein, das machen wir nicht. Wir fliegen jetzt zum Fuel Station und kontrollieren, dass sie nicht mehr einen Repair-Kit kaufen. Bei Lockpicks holen die Autos Lockpick und verstecken. Ja, die haben ja Schlüssel dafür. Du musst halt dann weit wegfahren, dass sie trotzdem ihre 4 Kilometer laufen müssen. Ich muss tanken. Oder die laufen noch so viel zur Garage, aber das werden wir mal gucken, ob sie das machen. Ist ich trotzdem. Sophia zur Garage gehen. Wir sollen mal kurz zu denen. Was? Wir sollen kurz mal zu den Salzmühle kommen. Ich glaube, ich wollte vielleicht noch was geben. Da vorne sind sie. Ja, dann flieg du da ruhig hin und red mit denen, Lucky. Auf 11 Uhr. Lucky, fliegst du hin? Wo sind die? Bei der Salzmühle. Auf 11 Uhr, 10 Uhr, 9 Uhr. Alles klar. Dem soll ich nach Sophia verarbeiten und schauen. Da ist jemand gespawnt. Da ja, ist sie! Ja. Ist sie. Los in da! Die hat eine Waffe! LOL! Ich hoffe, du machst ein Video, Olaf. Aber pass auf, nicht, dass die Hellcat jetzt abstürzt. Form on me. Ja, was mit der Hellcat ist, weiß ich nicht. Und ja, ich nehme auf. Wenn der Heli da kommt, dann steige ich schnell ein. Die müssen die ja wieder rausholen. Ja, das mache ich auch. Kommst du noch mal runter da? Nein, geht nicht. Was haben sie wieder angestellt, Mila, dass du in den Knast kommst, ne? Mikrofon muted. Oder Scheiße im Dienst gebaut, wa? Bring die nicht zum Sprechen. Hat man wieder nicht. Two, form on me! Wie geil. Wir wissen aber schon, was mit Frauen im Knast passiert, ne?
Microphone activated. Oh yes, baby. Oh yes. Guten Tag, die Herren. Ach, jetzt hat es. Jetzt beruhigt. Ich bin hier schon eine Weile drin, ne? Also die Hormone. So Jungs, pass auf. Haltet mal ab, sonst nehme ich euch fest, auch wenn es im Knast ist. Die Stimme von der. Wir waren ganz schön lange hier. Hören Sie mal die Stücken. Ruhe! Nein. Der ist uns gleich. Ist mir egal. Werf ich voll die. Die Smoke geworfen. So meine Herren, jetzt passt mal auf. Passt mal. Mir hat einer ja, das Risiko gehe ich ein. Nehmen wir mal an. Wir wollen uns jetzt aber nicht erzählen, dass sie so dermaßen mit Unterzahl anfangen uns zu fesseln, oder was? Der hat euch um die. Nein! Ich bleib mal weg von dir, falls du uns alle besser hättest. Austin! Komm, ich hab noch ein paar Dollar dabei. Ich nehm da auf. Austin! Aus. Los, ich hab einen Hunderter dabei, komm. Boah, da wäre sie fast, so, mal stehen bleiben, dann steck ich dir ein paar Dollar zu. Nicht echt an dem Punkt, dass er nicht landen kann. Der Punkt, dass er nicht landen kann. Steigt da einer, sagt er schon. Nein, 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 das ist nicht ganz klar. Haben sie einen rausgeschossen? Ich sag, wurde der Pilot jetzt rausgeschossen? Ja, nee. Was machen die denn? Richtige Profis am drin. Werk hier. Richtig gut. Einmal mit Profis. Und Sebald vertritt den Start. Schöne Aktion. Danke. Ah, aua, ah, aua, 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 aua. Ich wollte auch gerade als Pilot. Flieg los! Microphone activated. Hilfe, aua, aua, meine Knochen. Ah. Verdammte Scheiße. Ach, die Engine ist kaputt. LOL. Ey, ich hoffe, das hast du alles auf Video. Blockiert ihn. Blockiert ihn. So, meine Herren, dann sofort raus aus dem Medium. Bin drin. Der Steuer übernommen. Darf ich schießen? Die das Steuer übernommen. So, der dann. Auf Kopf. Wenn sie jetzt hier auf uns schuldige Zivilisten schießen, das finde ich aber nicht okay. Das ist nicht die gleiche Situation. Dein Gaut sagt viel zu mir. Der Eli ist jetzt beschlagen von den Rebellen, ganz einfach. Da brauchen sie jetzt ja gar nicht diskutieren, Herr Toxic. Nein, das ist Quatsch. Das ist Staatsgewalt und das ist nicht erlaubt. Hören Sie bitte auf mit solchen Aktionen. Was ist los? Komm, mach doch weiter, oder? Was soll denn das? Wieso schießen Sie denn einfach? Wir sind alle unbewaffnet. Hören Sie doch mal auf. Sie missbrauchen ihre Macht, das ist nicht okay. Ich weiß wieso ich bin Rebell. Zündet sie doch mal auf. Ich rede mit ihnen. Ich weiß wieso ich meine Rebell. Nehmen sie doch mal die Waffe runter. Wir können doch ganz normal reden, zündet sie doch mal auf damit. Na, was soll denn das hier? Missbrauch ihre Staatsmacht. Was ist denn hier los? Ich rufe Medic im Knast. Ja, mal ja. Ich bin nicht klar. Ich denke, die können voll laut machen, Alter. Was für schlechte Leute sind das?